Hallihallo, am nunmehr 16. Oktober 2020. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier vergeht. Die vergeht hier wirklich wie im Flug. Ich komme hier mit den Videos gar nicht hinterher. Weder vom Aufnehmen, von der Produktion her, noch mit dem Schnitt und Hochladen. Nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Und aktuell verbringe ich wirklich jede freie Minute hier auf der Baustelle selbst. Mit irgendwie Elektroinstallation unter anderem noch. Also hier im Erdgeschoss, in diesem Bereich, da war ich ja schon ziemlich weit. Das ist soweit in Ordnung. Jetzt habe ich da noch die Rollokästen und so weiter vorbereitet. Insbesondere bin ich aber aktuell im Obergeschoss eben am Arbeiten. Da gibt es ja auch noch ein paar Zimmer und da ist die Dichte der Dosen nicht geringer als hier. Insofern gibt es auch da eine Menge zu tun. Ein bisschen was habe ich schon geschafft, aber ja, das ist noch nicht fertig und das ist jetzt, soll heute auch gar nicht Thema sein. Werde ich später sicherlich im Endzustand, wenn ich jetzt mit der Rohinstallation zufrieden bin, das nochmal präsentieren. Es sind ja noch ein paar Dinge geplant, nämlich eine Treppenbeleuchtung und solche Spielereien, und ja, das wird sicherlich in den nächsten Tagen noch folgen. Ich habe hier wirklich eine volle Agenda. Eigentlich hätten auch schon weitere Gewerke hier sein sollen, nämlich insbesondere die Sanitär-Rohinstallateure, die halt die Wasserleitungen einziehen, Frischwasser, Warmwasser, solche Geschichten. Ist bisher leider auch noch nicht geschehen. Ich bin mir nicht sicher, was da genau der Hintergrund ist, warum das sich so ein bisschen verzögert. Ja, ich hoffe mal, dass das dann in den nächsten Tagen dennoch nachgeholt wird. Da muss ich mal hinterher telefonieren, damit das seinen Gang geht, beziehungsweise ob sich halt da der Zeitplan entsprechend verschiebt oder wie auch immer da der aktuelle Stand ist. Das alles ist aber heute gar nicht das Thema. Das werde ich sicherlich in den nächsten Tagen auch nochmal im Detail vorstellen. Heute soll es um ein anderes Thema gehen, nämlich im vorderen Bereich, daher auch die Tür hier, die offen steht. Und zwar wollen wir neben all diesen Themen noch eine Garage hier vorbereiten, beziehungsweise die Fundamente für die Garage vorbereiten. Und zwar ist es ja so, dass hier in dem Bereich, da wollen wir eben so eine Garage hinstellen, eine Doppelgarage. Das ist eine Fertiggarage von Zapf in dem Fall. Die wird hier eben fertig angeliefert und man muss die quasi nur noch hinstellen. Muss die aber auf ein Fundament stellen. Das ist so eine Art Streifenfundament, das man hier vorbereiten muss. Und das müssen wir jetzt neben all den Dingen eben auch noch vorbereiten. Das Ganze einmessen. Und dann wird das nämlich morgen ausgebaggert. Wir haben da einen Baggerfahrer organisiert, der das dann eben morgen erledigen wird, und dementsprechend müssen wir hier halt zusehen, dass wir die Einfahrt soweit vorbereiten, mit Schnüren das also soweit markieren, ausmessen, dass die wirklich zentimetergenau platziert werden kann. Das ist nämlich so, von der Einfahrt her soll es da, ich glaube, 5 Meter, ich muss nochmal schauen, aber das sind 5 Meter Einfahrtsbereich, die man da haben will, haben muss irgendwie, um halt auch noch ein Auto abstellen zu können. Dann geht es in die Garage rein, die ist nochmal 6 Meter selbst breit oder lang. Und dann geht es halt hier in den Eingangsbereich des Hauses. Und das wird auch so sein, dass dadurch, dass es eine doppelte Garage ist, dass man hier so ein bisschen einen Versatz haben wird zu dieser Hausecke herum, zu dieser Hauskante hin. Das heißt, man muss nachher um diese Garage ein bisschen herumgehen, um zum Hauseingangsbereich zu kommen. Und daher ist das schon wichtig, dass die hier ordentlich platziert wird. Wie gesagt, wir werden da jetzt mal mit Schnüren anfangen, das abzuspannen. Wir haben da hinten eine Grenzmarkierung, so eine Art Grenzstein. Und auch hier vorne an der Straße gibt es eine solche Markierung. Und also die schaut jetzt hier zum Beispiel so aus. Und das werden wir jetzt eben zur Orientierung nutzen, der Schnüre spannen und uns daran eben orientieren, das mal ausmessen, anzeichnen und dann das morgen ausbuddeln lassen, damit man dann eben das Fundament mit Stahlbewehrung und so weiter vorbereiten kann. All das wird auch in den nächsten Tagen parallel noch zu den Arbeiten innen drin passieren, und dementsprechend ist aktuell einfach echt eine Menge zu tun und ja, wenig Zeit, beziehungsweise Zeit, ja, es warten halt schon andere Gewerke drauf, hier auch umgesetzt zu werden. Dementsprechend ziehe ich mich jetzt schnell um, gehe nach draußen, mache mich an das Vermessen. Ich kriege da auch gleich noch Hilfe. Und dann sehen wir uns sicherlich hier demnächst auch wieder. Es gibt ja hier dann doch einiges, was sich geändert hat. Nur so kurz als Spoiler. Irgendwie noch mehr Wand, die wir entfernt haben an diversen Stellen. Das werde ich auch, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal vorstellen. Aber aktuell muss ich mich jetzt eben um andere Dinge kümmern. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.